Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ich wünsche euch allen als erstes mal ein frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Rutsch ins Jahr 2023 und habt keine Verletzungen euch zugezogen, wie es ja anscheinend in Deutschland ein paar Mal passiert ist. Ich selber war über die das neue Jahr in Deutschland, habe Familie besucht und habe ein bisschen was geschossen. Aber was ich so mitbekommen habe, was zum Beispiel in Berlin passiert ist, das ist schon eine andere Sache. Nun ja, aber wir werden hier trotzdem weiterziehen. Wie gesagt, Rowan Service, ich danke dir auch für deine schönen Grüße und wie immer deine schönen Infos in den Kommentaren. Ich bin echt einfach keine Schreiber. Ich schaff's nicht, dass ich auf die Kommentare antworte zu schreiben. Ich bin echt blöd teilweise. Aber ich werde es noch irgendwann hinkriegen. Irgendwann kriege ich das mit dem Schreiben wieder hin. Ich bin aber aktuell bei WhatsApp genauso. Leute schreiben mir und ich schreibe drei Tage nicht zurück. Echt eine Katastrophe. Gut, aber dafür bin ich ja jetzt hier. Jetzt rede ich wieder mit euch. Mag ich eh angenehmer so reden. Vielleicht mache ich irgendwann mal wieder ein paar Streams. Wäre vielleicht auch mal was ganz Spannendes. Da muss ich aber die Zeit leider finden, weil einfach echt viel Stress aktuell ist. Gut. Machen wir uns an die Sache. Also, was mir Rowan mal wieder gesagt hat. Mehrere Tipps. Mega geil. Und auf die Idee hätte man kommen können. Wir können den Schwefel in Säure umwandeln. Das wäre vielleicht ein Weg, mit dem man anfangen könnte. Außerdem soll ich die Wassersammler nicht unterschätzen, hat er gesagt. 8 Wassersammler und 2 Wasserbehälter der Stufe 3 könnten mein System schon extrem entlasten. Das ist sehr wahrscheinlich keine blöde Idee. Schauen wir mal, wo wir es hinplatzieren. Ich hätte hier oben so eine schöne Fläche, aber da komme ich noch nicht hin aktuell. Ich will das jetzt hier nicht verwenden, weil wenn ich später die Kohle hier abbaue, muss ich das alles wieder abreißen. Und das ist wieder ein umständlicher Weg. Die Überlegung ist jetzt fürs erste Mal, ob wir, wie groß waren denn die Wassersammler? Schauen wir mal. Regenwassersammler. Okay, die sind schon groß. Wenn ich mir das... Alter, sind die fett. Wenn ich mir das so anschaue. Aber 8 Stück von denen, wie platziere ich die hier am schlauesten? Ich könnte die natürlich jetzt hier platzieren und das ganze Wasser wieder so hinterspallern, aber dann habe ich halt wieder da das Problem. Und ja, meine Insel... Also ich denke mal, wenn ich jetzt anfangen würde... Würde ich das Ganze natürlich anders aufräumen, weil natürlich Rowan hat da geschrieben, wo stand das? Ich habe den Text jetzt original hier seitlich offen. Wenn du meine Insel sehen würdest, ich glaube, du würdest nur noch mit dem Kopf schütteln. Warum würde ich den Kopf schütteln, wenn ich deine Insel sehe? Meinst du, weil die so extrem ist? So extrem umgebaut schon? Oder wie meinst du das aktuell? Weil ich sage mal so, ich habe ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe wenig Captain of Industries Videos gesehen. Ganz, ganz wenig. Weil ich bemerkt habe, wenn ich anfange, die Spiele, bevor ich sie zocke, viel zu viel zu gucken, dann ist dieses Let's Play natürlich nicht so authentic. Wenn ich jetzt mir angeschaut hätte, ey, davor, wie mache ich am besten eine Produktion, wie mache ich am besten dies, wie mache ich am besten das. Ich glaube, dass die Serie wäre jetzt nicht so schön chaotisch geworden, wie sie jetzt ist. Und ja, manche Leute würden sagen, die ist nicht chaotisch, die ist eine komplette Katastrophe. Ich sehe es als chaotisch an und das gehört dazu, weil natürlich so lerne ich dazu. Weißt du was, wir machen jetzt fürs Erste hier die einfach hin, würde ich sagen. Acht Stück. Zack und zack. Dann brauchen wir natürlich Rohrleitungen. Und ich habe gedacht, ich habe es mal einigermaßen gerade platziert, ne? Ja, aber ist ja hier wurscht. So. Solange wir das Wasser hier noch aufgesammelt kriegen, ist ja alles gut. Dich nochmal abbrechen, bitte. So. Und du sagst 2 Stufe 3 Behälter? Machen die so viel Wasser, wenn es regnet? Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen.
Ich mache jetzt erstmal nur einen, in den ich beides reinlaufen lasse. Einfach, um mal zu gucken, was passiert. Ich kann ja einen weiteren noch notfalls anschließen, wenn es sein muss. Jetzt fängt sie schon wieder an zu regnen. Aber das ist natürlich interessant zu wissen. So, warte mal, wo... Ach, ich vergesse jedes Mal, wo die Lager sind, ne? Stufe 3, Flüssigkeitenspeicher. Das war ein kurzer Regen, mal, ey. Was war das denn? Und ich muss natürlich jetzt beim Wasser dort anschließen. So. Ich liefere mir das einfach schnell. Warum nicht? Zack, wir haben die Ressourcen. Hier ist nicht viel Wasser drin aktuell. Also, ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Aber wie gesagt, prove me wrong. Ich bin jetzt auch überlegen, ich könnte die Sohle natürlich auch wieder zurückballern. Ich glaube, Sohle macht, warte mal, das ist Sohle, macht auch keinen Schaden. Bedeutet, ich könnte es natürlich 60 pro 60 Sekunden wieder zurückballern. Wie viel machen denn die? Oder ich bräuchte zwei, die das wieder zurückballern. Wenn wir jetzt mal hier in Planungsmodus nochmal gehen. Und die dann aus dem Planungsmodus rausnehmen. Das Kabelstück sagen wir jetzt mal auch. Das auch. Und dann sagen, hey. Ich muss hier wieder zwei zurückballern. Warte mal, Abwasserrohr hier. So. So. Dann wäre das, sagen wir mal, die effektivste Variante in dem Fall, würde ich jetzt mal sagen. Weil, oh, guck mal, das ist noch gar nicht angeschlossen. Und das ist auch noch nicht angeschlossen. Oh, joi, Leute. Effektives Pack. So, jetzt hat aber, jetzt sollte hier ein bisschen noch was durchfließen, denke ich mal. Weil die haben wir trotzdem gesammelt. Ja, schauen wir mal, wie sehr die jetzt hier... Okay, da geht ein bisschen was rein. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach wirklich das aufbauen. Wie gesagt, das ist jetzt ja aktuell noch so ein stehendes Projekt. Das Brot lagert sich hier gut ein. Ich würde überlegen, ob wir das nicht anschließen, um einfach jetzt schon das System... zu entlasten. Und dann schließen wir das hier hinten an, dann pumpt es den Tank auch voll. Lustigerweise speichert sich hier Wasser drin. Hä? Wait, what? Fließt hier Flüssigkeit? Ja, fließt. Vielleicht sollte ich hier... Prove me wrong. Ich kann den nur am Boden platzieren, okay. Also ich kann den nicht einfach Terrain too low. Also der muss am Boden platziert sein. Bedeutet, ich müsste den dann hier drin einbauen. Ach, heilige Scheiße. Kann ich den einfach hier anfangen zu platzieren? Ich baue den jetzt mal hier auf. So, warte mal. Weil ich würde gern sagen, hey, die Seite ist priorisiert. Pausieren wir mal das Spiel. Prove me wrong. Aber I would say, wir reißen jetzt hier einfach ein paar Stückchen ab. Schnell entfernen. Schnell entfernen. Schnell entfernen. Wenn wir das ganz schnell machen, ist es nur wie ein ganz simpler Einstich. So. Dann tut es gar nicht weh.
Dann machen wir schnell einen Eingriff. Schnell einen Eingriff, schnell liefern und schnell liefern. Zack, und wir haben es austauscht. So. Und dann sage ich hier Priorität. Wenn da was kommt. Gut. Dann würde ich aber ehrlich gesagt sagen, dadurch, dass wir aktuell Kohle gut haben, mache ich jetzt hier noch... Ich bin noch im Planungsmodus, ne? Richtig. Fun Fact, wie wurde das gebaut? Wenn ich diesen Planungsmodus gemacht habe, aber ist ja wurscht. So. Mache ich hier ein U-förmiges Förderband hin. Wenn, dann machen wir das eng. So. Und dann wird das auf Kohle eingestellt. Jetzt habe ich außerdem Buchstaben eingegeben. Mensch, Leute. Kohle. So. Und dann sollte das ja ausreichen, richtig? 12 Dampf. 12, 24. Genau. Wir aktivieren jetzt einfach mal das. Okay, wisst ihr was? Ich würde jetzt einfach das jetzt auch mal bauen. Einfach zum Testen. Wie gesagt, eine Entlastung ist ja eh nie schlecht jetzt aktuell für unsere Systeme, weil alles, wie wir entlasten können, hilft. Und ich denke, das wäre ein ganz, ganz guter Ansatz aktuell, wenn wir das ganze System so ein bisschen entlasten. Das bauen wir jetzt als erstes. Dann sagen wir den Füllstand an, den er haben soll, circa, damit ein bisschen was reinkommt. Muss ja nur minimal sein fürs Erste, aber er soll was auffüllen. Und ich glaube, die Kohlefelder voll freuen sich drüber. Baggert ihr noch? Aktuell baggert hier sehr viel. Weil ich ja hier unbedingt die Wand noch aufbauen will. Dann können wir uns an alles andere auch noch kümmern. Aber LKW sind natürlich stark entlastet aktuell. So, ihr seid alle eigentlich pausiert, ne? Ich brauche euch gar nicht mehr. Bye, bye. Wie? Ihr habt kein Gebiet zum Baggern mehr. Der Hugo, der baggert immer noch. Und wir baggern hier immer tiefer. Wir werden hier baggern bis in die Verderbnis. So schaut's aus. Ah, wir können auch Forschung wieder mal. Ich darf das nicht mit der Säure vergessen. Das darf ich eindeutig nicht vergessen. So. Beladung von Lastwagen. Verordnungen tun wir noch anführen. Biodiesel. Tun wir auch noch erforschen. Drehmotor, Gas. Wiederverwertungserhöhung. Rohrleitungen, Abgasfiltration. Da kriege ich auch wieder Schwefel raus. Akzeptiert Kohlendioxid plus Wasser. Gasinjektionspumpe. What? Alter. Verhüttung. Da, das Gewächshaus. Oh, darauf freue ich mich jetzt schon. Geben wir dem mal ein bisschen was zu tun. Weil ich habe sowieso am meisten mit mir selber zu tun. Ihr kriegt Sohle. Das kriegst du auch. Also das meiste ist fertig gebaut, die Hälfte nicht. Dann tun wir es halt jetzt schnell liefern. Und die es nicht auf die Reihe kriegen. Ah ja, stimmt, die brauchen was zum Starten, ne? Wir brauchen so einen kleinen Startbooster. Aktuell habe ich das Wassersystem auch nicht wirklich gut geschlossen gebaut.
wir schicken das jetzt einfach hier so rum. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier... Warum gehst du auf einmal hoch? So. Die machen wir als erstes so. Und jetzt mal für eine ganz kurze Sekunde. Don't get me wrong, aber ganz kurz brauche ich mal hier einen Anschluss, bitte. Dann drehen wir für 1-2 Sekunden das mal um. Bis ein bisschen was drin ist. Gut, dann machen wir jetzt wieder Richtung ändern. Und das machen wir mal pausiert. Hier gehen wir noch ein bisschen mehr, was drin sein soll. Und dann sollte jetzt genug Wasser reinkommen. Die Sohle sollte ablaufen. Und hier läuft immer Wasser rein. Ich hoffe mal, dass wir dadurch... Ja, wir füllen jetzt schon hier das auf. Das bringt schon genug Wasser. Ich bin erstaunt. Bedeutet, die Pumpen sollten aktuell... höchstens wahrscheinlich noch das Kabel hier voll machen, ne? Priorisiert ist ja der eine Anschluss. Und der füllt sich gerade auf. Man könnte echt überlegen, dann hier einen fetten Wassertank einzubauen. Und dann hier eine Wasseranlage allgemein hinzubauen. Das wäre vielleicht eine ganz interessante Idee. Aber jetzt funktionieren die natürlich auch an. Die liefern jetzt auch Wasser. Durchsatz 200 pro Minute. Ja, die sind auch gut. Das Kabel ist gut ausgelastet. Ohne Sache. Also es ist echt, glaube ich, gerade ganz gut ausgelastet auch. Immer genug Flüssigkeit da. Das ist eine ganz gute Sache. Die arbeiten auch immer gut. Finde ich schön. Finde ich schön, dass das so funktioniert. Und der Wassertank passt echt auf. Gut. Oh, shit, jetzt muss ich hier aufpassen. Jetzt muss ich für kurze Zeit... Weil jetzt wird ja das hier alles nicht funktionieren. Euch hier aktivieren. Sonst geht der ganze Benzintank wieder nicht. Ich muss mich jetzt um Schwefel kümmern. Und ums Ammoniak. Schön. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. We'll be right back.